Das ist sehr gehässig. Sehr, sehr gehässig. Aber gut, bei dem Pokémon ist es wenigstens... Dümmstes Pokémon aller Zeiten. Bullshit einfach. Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Sie ist wohl der Typ Mensch. Sie ist wohl vom Typ Mensch. Der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Okay. Er? Ja, er. Seine Freundin ist da. Seine Freundin, wenn er was entdeckt. Ja. Ja, okay, Alter. Flüchten. Mein lecker Wurstbrot kann da nichts für, aber es muss gerade leiden. Müsste es das nicht sowieso, wenn es ein Wurstbrot ist? Ja, aber normalerweise kralle ich mich da nicht so angestrengt rein. Gibt's hier irgendwas hinten? Ist viel wichtiger als das Cosmog, was wir retten müssen. Ein Wummel! Erwin. Übrigens benannt nach dem Hausmeister von Hotel Zack und Cody. Genau, natürlich. Oder nach dem Flugzeug von Star Fox. Der Erwin. Der Erwin! Der ist gut. Oh, er sucht mich schon wieder. Ach, ich fühle mich so geliebt. Oh, das ist gemein. Nee, liebe Frauen, die das hier sehen, die wir übrigens in unserer politischen Unkorrektness wahrscheinlich noch nicht genug. Ja, die neue Zielgruppe müssen wir erschließen. Oh. Nein. Also, macht sowas bitte nicht. Aber dieser NPC gerade, der war sehr inspirierend. Meine Ex-Freundin hat mich auch ein paar Jahre gesucht, aber zum Glück nicht gefunden. Sonst wäre ich heute nicht mehr hier. Lilly Mini. Bevor ein falscher Eindruck entsteht, ich bin geflohen. Unter Todesangst. Piu! Entschuldigung, ich bin gerade Brot am Schmieren. Ja, macht nix. Boah, sehr schnell zurückgegangen, du. Mhm. Du bist mir vielleicht eins. Piu! Danke, Hildegard. Und deinem Mizunder sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Auffrischen. Oh. Ich habe einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Daran stand. Fuck ja, you. Okay, ändert. Das da passiert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Nein. Formwechsel habe ich auch immer nach Weihnachten. Piu. Ja, aber das macht dann auch der Hosenknopf. Piu. Ja. Such in die Tasche, Bötchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher Sorgen. Ach, ein echter Gentleman, der macht sich keine Sorgen. Ach, nicht der Professor. Hey, Hildegard. Oh. Achso, pardon. Oh, Lilly ist auch mit dir unterwegs. Nee, sieht nur so aus. Und was machst du hier, Tali? Bahn? Naja. Nur weil er einen dunkleren Tar hat? Nee. Mach dein Gesicht nicht. Oh, okay. Naja, ich hab die Prüfung bestanden. Und jetzt werde ich euch besiegen. Mega Mac Mista. Was? Nix. Oh Mann. Lilo Stitch. Ah, hey Hildegard. Ich will herausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Nein. Was? Nein. Wir verlieren. Also, der verliert. Oh, der hat noch nicht mal seinen Z-Ring. Das kann ja nichts werden. Ist auch nur Pussy. Ja. Aber wir haben ja auch eine. Unser Mizunder. Oh, er hat einen Pikachu da. Ja, stimmt. Hatte er ja vorher schon. Ja, Pichu. Pichu hatte er, ja. Das heißt, er hat sein Pichu sehr viel mit Freundschaft überhäuft, damit es sich entwickelt. Nice. Z-Kraft auf Pikachu. Ernsthaft, jetzt schon? Ja. Warum an dem Pflanzen-Pokémon verschwenden? Stimmt auch wieder. Hat der immer nur noch die 2? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, hat er. Hm, okay.
Hypersprintangriff! Auf zwei Beinen. Boah, Alter. Weg. Im Pokédex-Eintrag steht ja, es ist besonders stolz auf seine Vorderbeine. Na, mit denen schlägt es dann zu. Hulk Hogan erreicht Level 20. Yay. Turkan erreicht Level 15. Oh, immer noch ein Bautz, also wirklich. Wow. Level 14, was kann der eigentlich? Keine Ahnung, wir werden es nie rausfinden. Oh, es nimmt die Attacke ab. Schnabel. Es kann Schnabel. Damit hört es auch schon auf. Es kann den Schnabel halten. Hier. Easy. Oh. Hulk Hogan erhält weitere Erfahrungspunkte. Dingol erreicht. Entschuldige bitte, dass ich mit Essen im Mund rede. Ich möchte sehr gerne dabei sein. Okay. Was macht Aquavelle? 60? Verwirrt. Ja, dann trotzdem hier Attacke vergessen, weil Aquavelle okay. ist stärker. Ja, wenn du das sagst. Aber das stand da so. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was meine Pokémon sonst noch alles drauf haben, außer Leberwurst. Oder Zahnbelag. Wow. Der hat echt mehr drauf als Zahnbelag, ja. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Hildegard. Wie hast du das geschafft? Wir sind also ziemlich stark. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen Opi gewinnen werde. Oh, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Hildegard. Danke, dass du Lili gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner erstbestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Ja, Schnabel. Klar. Sicher treibt sich Halla jetzt vor Freude auch schon die Hände. Die Hände. Vielleicht reibt er sich auch was anderes vor Freude. Wow. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfung in einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt? So heftig? Lassen wir doch Daten sprechen. Alles über 9000. Nichts auf wie mit Lili. Mir etwas Rückenwind. Boah. Pokémon-Attacken. Sollten wir Route 3 in Windies Eile hinter uns gelassen haben? Okay. Endlich. Wollen wir noch gehen. Erkunden rechts? Rechts. Unten rechts, ja. Ja, hier. Vielleicht gibt's da ja auch Radikal. Oh, hallo. Wenn ich dich und deine Pokémon so auf Reisen sehe, da geht einem alten Züchter wie mir das Herz auf. Ich danke euch. Ja, das ist für euch. Was ist denn? Sanftglocke. Erhöht Freundschaft. Ah, cool. Soll ich? Sanftglocke an? Nee, obwohl wir haben das Z-Ding. Da kommen wir noch mit Tauros durch. Mist. Und Zertrümmerer bringt ja nichts. Ja, leider. Das ist gemein, wenn man wenigstens die Wahl hätte. So, was sagt der hier? Das ist ein Ass-Trainer. Man kennt mich als den Profi der roten Karte. Und ich möchte vor deiner Stärke erzittern. Ich werde dir gegenübertreten, sobald du sämtliche Trainer auf Route 3 bezwungen hast. Kriegt man von dem dann das Item rote Karte, wenn man gewinnt? Weil das ist ziemlich heftig, die rote Karte. Cool. Gebe ich meinem Fukano ein Item zum Tragen, entlockt es ihm zusätzliche Kräfte. Oha. Oh, der könnte... Oh, der könnte ein Kristall haben. Ich glaube ja. Nee, hat er nicht. Nee. Das sah erst an seinem Arm so aus, aber war nicht. Ja, war doch nur ein Geschwulst. Ja. Okay, dann weiß ich ja schon. Hulk Hogan, du schaffst das sowieso. Ja gut, entweder klappt es mit der Kraft mit einem Schlag oder... Nicht. Oder nicht. Ja.
Sag das Zauberwort und du hast die Macht, halt die Z-Kraft fest. Klappe. Ja, okay. Ja, das können wir auch so machen. Halt die Halt die Klappe, sonst mach ich dich platt. Du kannst es tun. Oh, Pokémon. Pokémon Moon. Ja, oh, Pokémon Moon. Na, ich hätte als Trainer wohl selbst ein Item einsetzen sollen. Tja, Pech gehabt. Bitch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das schon der letzte Trainer auf der Route gewesen, oder... Die oben haben wir ja alle mitgenommen, ne? Ja. Sieht so aus. Ja, Pokéball und dann den... Boah, aber wenn wir von dem die rote Karte kriegen, wechselt das Pokémon aus, wenn es von einer physischen Attacke getroffen wird. Oha, wieso? Wie? Hä? Ach so, krass. Ja, hab ich. Damit bringst du mein sanftes Herz noch jäher zum Beben als ein frischer Frühlingswind. Wollen wir anfangen? Es wartet ein Kampf, der unser beider Herzen zum Beben bringt. Ich nehme ab. Oder ich lehne mich an. Der Profi der roten Karte wird sich nun dir in den Weg stellen. Bin gespannt. Ja. Der erste Trainer, der sowas benutzt überhaupt. Mhm. S-Trainer. S-Trainer. Ja, aber das ist wirklich so. Das lese ich auch gerne mal so. Aus Spaß. Wuffels. Da ist ja mein Pokémon echt doof gerade gegen. Ist Wuffels auch normal? Nö, nur Stein. Sehr schön. Dann weiß ich wenigstens eine Attacke, die überhaupt was macht. Oder die nicht, ja, vielleicht kriegen wir es damit auch... Nein? Oh, es zeigt... doch, tatsächlich, rote Karte. Sehr cool. Nice. Aber dafür haben wir jetzt... Schön! Das passt wunderbar. Das ist eine sehr schöne Idee. War eine schöne Sache jetzt gerade, ja. Oh, es ist zurückgeschreckt. Aber trotzdem, wir schaffen das. Nicht nochmal. Ja, mit Aquabälle drauf. Ja. Das dürfte dann eigentlich auch schon weg sein. Ja. Mhm. Und jetzt Nummer 2. Blub. Kriegt wahrscheinlich auch wieder eine rote Karte, aber diesmal werden wir ja nicht physisch. Ja. Ha, Pokémon wechseln? Haben wir irgendeins mit... Mhm. Wir hätten, ja. Aber was machen die Tarnsteine? Doch, wirken die dann auch? Ja. Ja. Tarnsteine wirken. Unlicht? Welches hat Unlichtattacken? Verfolgung, Herr Junge, oder? Guck mal nach. Ja. Ja. Nehmen wir mal. Herr Junge! Na nun, die Tarnsteine schaden nicht? Ach ja, ist okay. Jetzt, na gut. So, dann Verfolgung, sehr effektiv. Ah! Bringt aber nicht so viel. Und rote Karte, genau. Ach scheiße, ich war ja physisch. Ach, und ja, ich sag's noch, ich mir. Vollidiot. Reiskorn, oh weia. Und Tarnsteine. Das ist echt fies, die Kombination. Ja, ne? Aber der hat eine Taktik, der NPC. Ja. Das ist schön. Das gab's noch nie in den Spielen. Vor allem, der Totemkampf war nicht so leicht und das da mit Elima auch nicht. Sonst... Hat einen schönen Schwierigkeitsgrad. Ja, aber... Nackig, ne, aber kein Durchlaufen. Ich mach's mal so. Aber das gleicht so ein bisschen den EP-Teiler aus. Das finde ich schön. Ja. Ungemein. Die rote Karte wirkt nur einmal, ne? Jetzt kannst du dem auch physisch geben. Okay. Gena, na scheiße. Na, wollen wir es versuchen? Wollen wir ihn mal so richtig mit einer Z-Kraft... Meinst du, das haut rein? Ich denke doch. Na, okay. Haut vielleicht nicht genug rein, aber es haut rein. Ja, fürs Erste haut's rein. Ja, und dann haben wir noch mehr Pokémon. Also, der Kampf ist sowieso gewonnen, aber fragt sich nur, wie lange es dauert. Mehr Pokémon? Wir haben doch nur Wingull mit Wassertyp. Ja, aber... mehr Pokémon, haha. Ich dachte, ich frag mal was zum Niveau des Kanals. Fleckmon spürt es erst später. Oh. Lol. Und... Es ist eingeschlafen! Warten, bis es wieder wach ist? Was machst du denn sonst, wenn ich nicht da bin? Warten, bis du wieder da bist! Oh nein, Aquaknarre! Ja klar, Taktik. Austauschen.
Oh, ah! Es zwingt sich dazu aufzuwachen, um niemandem zur Last zu fallen. Das ist so herrlich, ey, diese Sprüche. Und durch Liebe geheilt. Durch Liebe geheilt, ja. Bullshit einfach. Ja, ne? Das finde ich so unfair. Vor allem, wenn es dann in Link-Kämpfen... Ich hoffe mal, bei Multiplayer-Kämpfen gibt's das nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt das ja schon seit der 6. Generation und da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, das gab's da nicht. Das gab's nur in der Story. Das wäre ja sonst... S-Trainer Christopher. LOL. Ein Hinweis auf Remakes. Ah. Na, das wäre ja geil. Mein Stolz ist härter. Ja, Sinnoh confirmed. Ja, hoffe ich doch, bei meiner Lieblingsgeneration. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Das wäre für mich mal ein Grund, das dann zu spielen. Oh, schön. Also okay. ich hab's nur zur Hälfte gespielt. Nicht labern weiter drüber. Ja. Mein Stolz ist härter als ein Diamant und trotzdem konntest du ihn verletzen. Oho.